Yo Leute, was geht ab? Francis Gaming hier. Und wie gestern angekündigt, haben wir heute hier das Opening zu Amazing Defenders. Das neue Deckbuilding-Set, was heute rausgekommen ist. Und ich persönlich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe irgendwie Bock auf alle drei Deckteams, vor allem auf Rescue Ace. Vielleicht können wir sogar eine Collector's Rare ziehen, wer weiß. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf das Opening. Ich hoffe, ihr auch. Und ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Lasst mir vorher nur sehr gerne Like, Kommentar und Abo da. Das würde mich extrem freuen. Checkt mal unten den Link zu Gate to the Games. Da kriegt ihr 5% Rabatt mit meinem Rabattcode. Und wenn ihr was findet, freue ich mich sehr. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Opening zu Amazing Defenders. Los geht's. So Leute, der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Amazing Defenders. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe das Plastik diesmal schon abgemacht, weil das irgendwie mal Zeit frisst, finde ich. Und ja, wir fangen einfach mal direkt an, würde ich sagen, mit dem Set und gucken mal, was wir hier ziehen können. Ich habe es ja in meiner Review auch schon gesagt und... was ist denn dahinter? So. Ich habe es in meiner Review ja auch schon gesagt. Ich habe am meisten Bock tatsächlich auf das Rescue Ace Thema. Weil, ja, das spricht mich einfach irgendwie am meisten an, obwohl es wahrscheinlich so metatechnisch erstmal das Schwächste ist. Aber Rescue Ace hat halt, finde ich, auch ein krasses Potenzial, wenn halt da noch andere Karten für rauskommen. Und ja, ich will aber, wie gesagt, hier gar nicht mehr länger rumlabern. Lass uns mal direkt loslegen mit dem ersten Pack. Und da haben wir einmal den bewaffneten Beschützerdrachen, so als bisschen Mikanko-Support. Ich habe über die meisten Karten schon in der Review geredet, deswegen gehen wir ein bisschen schneller drüber. Unsere erste Rettungsass-Karte, sehr cool. Maschinenduplizierung, Mikanko-Rivalität. Und unsere erste Super-Rare ist die Hare, die Schwert-Mikanko. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, ich habe echt Bock auf einige von diesen Deckthemen, vor allem auf Rescue Ace und... Habe ich auch in meiner Review schon gesagt, aber Mikanko wahrscheinlich das beste Deck. Hier haben wir auch direkt die beiden Traps von Rescue Ace, die halt echt nicht schlecht sind, aber ja, man muss halt echt mal gucken, wie es ist. Hier haben wir einmal die Epurely Schönheit, wirklich, also optisch finde ich die schon ultra cool, wie das einfach an Evoli erinnert. Ich frage mich wirklich, ob das auch offiziell ein Gedanke von denen war, dass es so eine Hommage an Pokémon irgendwie ist. Super, super cool. Also, als ich das Deckthema das erste Mal gesehen habe, als es angekündigt wurde, dachte ich, boah, also das muss man ja alleine schon spielen, weil es so sweet ist irgendwie. Und ja, sehr, sehr cool. Noch eine Rettungsass-Karte. Und unsere nächste Super Rare ist einer für einen. Cooler Reprint auf jeden Fall. Nicht überragend oder so, aber schon so, dass ich sage, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Es gibt gerade kein Deck, was die so unbedingt braucht, glaube ich. Mal gucken, wie es mit Mikanko wird. Oh, Piri Reiskarte. Sehr cool. Ich dachte tatsächlich, es wäre eine Super Rare. Aber umso besser für Leute, die Karte noch nicht haben. Und hier ist unser nächstes Bossmonster. Und hier wird direkt auch eine von den Evoli-Karten, sage ich einfach mal. Sehr, sehr cool. Ex-Purity-Glücksgefühl. Also, Artwork-technisch haben die hier auf jeden Fall wieder ganz gut einen rausgehauen. Es gibt natürlich wieder das kleine Mädchen-Thema mit Mikanko. Es gibt dicke Maschinen und es gibt Evolis. Sehr, sehr cool. Sauravis, finde ich, sieht auch einfach sehr geil aus. Und unsere erste Ultra Rare, meine Freundin Purely, mega sweet Karte. Ist quasi der Search auf das Main Deck Monster, was wir halt brauchen, glaube ich. Und ja, ist generell eine ganz coole Karte. Ja, nice. Schöne erste Ultra Rare. Ich würde natürlich gerne noch das Rescue Ace Boss Monster ziehen, weil ich da halt, wie gesagt, am meisten Bock drauf habe. Aber ich freue mich über alles, was hier noch kommt. Ja, Kartenkavallerist, einfach irgendwie eine coole Karte, habe ich früher echt geliebt. Noch eine Piri Reiskarte und Rettungsass Impuls, auch sehr, sehr nice. Ja, wie gesagt, ich habe halt, weil ich in der Review schon drüber geredet habe, gehen wir hier ein bisschen schneller drüber. Das ist kein Disrespect an die Karten, aber ich glaube, die meisten von euch wissen, was hier drin ist. Unsere nächste Super Rare, wieder eine Mikanko-Karte. Also es würde mich auch sehr interessieren, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr denn denkt, was das Beste von diesen Deckthemen ist, was das meiste Potenzial hat und so. Also die guten Spieler, die ich kenne, oh, der Rettungsass-Hydrant, sorry, dass ich mich hier gerade selbst unterbreche, aber der ist halt sehr wichtig für das Rettungsass-Thema. Cool, sehr, sehr nice. Und unsere zweite Ultra-Rare, ich weiß nicht, wie viele hier drin sind, wahrscheinlich auch einfach vier.
Genau, aber so gute Spieler wie Joshua Schmidt und so sagen, Mikanko ist wahrscheinlich gerade das beste Deckthema, oder beziehungsweise als Deckthema gar nicht unbedingt, aber den hatten wir ja schon, sehr cool. Aber zumindest als Engine mit halt Sachen wie Libromancer oder wie heißt das nochmal hier? Die Flammedlen Ritter. Genau die hier, das Deckthema von denen. Deswegen sind die hier auch gereprintet, weil das einfach sehr gut wohl zusammen ist. Mit denen hier, mit Mikankos. Ja. Generell finde ich es auch einfach, ja, einfach cool. So Deckbuilding-Sets bin ich ein Fan von. Gerade für Leute, die einfach Bock auf neue Decks haben, sich neue Decks aufbauen wollen, so ist das halt einfach eine gute Sache. Ich fand halt, habe ich glaube ich auch in meiner Review schon gesagt, ich wiederhole mich hier sehr, aber ich fand halt damals, wie es so mit Secret Slayers und so war, dass man halt wirklich noch Secret Rare Karten drin hatte, auch ein bisschen geiler. Mikanko Feuertanz hatten wir auch noch nicht, ist glaube ich auch eine der sehr guten Equip Spells. Ja, genau, Secret Rares sind einfach so eine meiner Favorite Rarities und ich finde es sehr schade, dass sie hier jetzt so viel mit Rares vollballern und so, weil es sind halt quasi einfach nur Commons mit ein bisschen schönerer Schrift. Materialerneuerung, auch sehr nice. Und ja, deswegen, da von den Rarities finde ich es ein bisschen schade, aber es macht die Karten dann wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger zu bekommen. Und ich glaube, gerade bei Secret Slayers, also ich weiß noch, der Goldene Lord, also von Eldritch, wie teuer der am Anfang oder sehr lange noch war. Sehr cool. Das war einfach schon heftig, weil es einfach eine Secret Rare war, krass geshortprintet und so. Und ich glaube, das ist hier jetzt ein bisschen weniger geworden bei den Sets, aber ganz genau sagen kann ich es natürlich auch nicht. Das zweite Bossmonster von den Pure Release, das ist auf jeden Fall auch solide, sieht auch irgendwie echt cool aus. Bei Pure Release bin ich echt sowieso super gespannt, was die Leute damit so machen werden, weil also es sieht für mich gerade aus wie ein Going Second und einfach baue ein Zeus-Thema, aber ich könnte mir auch vorstellen, oh, Rettung aus Feuermaschinen, die ist auf jeden Fall auch super. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Purely, ja, also, dass da Leute echt coole Strategien entwickeln, weil ich persönlich bin ja ein riesen Fan von Going Second Decks, weil man dann gefühlt halt immer den Dice Roll gewinnt, so, bei Turnieren. Oh, den haben wir auch noch nichts. E-Purely, pummelig. Geil. Ist auch ein bisschen pummelig, sieht aber super, super sweet aus. Sehr cool. Also ich bin echt ein riesen Fan von den Artworks. Aber ja, also ich liebe halt Going Second Decks und Purely, ja, passt halt sehr gut in diese Kategorie, aber ich bin halt sehr gespannt, ob es halt gut genug ist, um halt irgendwie Boards zu brechen und so. Isolde, auch cooler Reprint, ich glaube, die war jetzt auch nicht mehr so teuer, aber ist einfach ein sehr, 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 sehr gutes Link 2 Monster, deswegen für jedes Krieger-Deck, was ein Extra-Deck spielt, eigentlich ein Muss. Deswegen sehr cool, dass die gereprintet wurde. So, die ganzen Rares, die haben wir wahrscheinlich alle sehr, sehr häufig am Ende. Und die Materialerneuerung haben wir auf jeden Fall auch schon das zweite Mal jetzt. Und uns fehlen, glaube ich, also ich meine, es sind hier auch eigentlich mal 4 Ultra Rares drin, dann fehlen uns ja noch 2. Bin ich gespannt, was die noch werden. Rettungsass Impuls ist auf jeden Fall nur eine Super Rare, aber eine coole, weil ich das Rettungsass-Thema nice finde. Ich bin halt einfach auch super gespannt, weil dieses Rettungsass-Thema, dass das Bossmonster 4 Karten aus dem Deck holt, ist einfach insane. Deswegen können die ja wahrscheinlich auch nicht den krassesten Support raushauen, weil das Deckthema dann vielleicht echt broken werden würde. Aber ich fände es schon cool. Also ich fände es schon cool, wenn man Rettungsass geil spielen könnte. So. Und vor allem ist es halt ja schon auf sich selbst beschränkt, weil man auch Rettungsass-Karten verbannen muss, um den zu rufen und so. Naja, aber wir werden sehen, was Konami sich da überlegt. Und oh yes, geil. Für mich super, die Karte, die ich am liebsten ziehen wollte. Rettungsass Turbulenz, das Bossmonster. Über den Effekt habe ich schon gesprochen. Die könnt ihr euch trotzdem nochmal durchlesen, wenn ihr Pause machen wollt vielleicht. Aber sehr, sehr geile Karte. Finde ich, sieht auch super cool aus. Krasses Stats natürlich. Und ja, lässt uns einfach ja, 4 Karten aus unserem Deck setzen. Super, super strong. Geile Karte. Sehr cool, dass wir die gezogen haben. Ja, das war halt die Karte, die ich am liebsten ziehen wollte. Wir haben noch 2 Packs to go. Und ja, wenn noch eine Ultra Rare drin ist, freue ich mich. Aber selbst wenn nicht, die Ultra Rare, die ich haben wollte, haben wir auf jeden Fall gezogen. Sehr, sehr cool. So, dann hier nochmal löschen. Saurabis. Und noch ein Pummelig. Sehr geil. Den finde ich auch wirklich optisch, glaube ich, mit am coolsten. Wobei das Wasser-Ding schon auch echt cool aussieht.
So Leute, letztes Pack, vielleicht noch die Collectors Rare. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie eine Collectors Rare oder eine Starlight Rare oder so gezogen. Ich meine, die sind natürlich auch super selten einfach. Aber ja, wäre natürlich geil, wenn das mal on camera passiert. So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar von unseren Standard Rares. Und die letzte Karte ist leider keine Ultra Rare, sondern nur in Anführungsstrichen eine Super Rare. Rettungsass Wasserkanone. Trotzdem sehr cool. Und ja, Leute, das war's. Die Ultra Rares, die wir gezogen haben, sind dann die drei. Für mich persönlich sehr cool, weil die beiden, weil ich das Deck ja am ehesten spielen will, von denen hätte ich eh gebraucht. Von daher sehr cool. Und ja, bei den Super Rares auch wirklich, wirklich, gehen wir mal ganz schnell drüber. Ein paar echt schöne Sachen dabei, so. Vor allem halt hier, die sieht halt so cool aus. Also die ganzen Purity-Karten sind halt echt einfach irgendwie nice und ja, doch das Wasser, die Schönheit ist schon auch wirklich, wirklich cool. Ja, sehr, sehr, sehr nice. Hier, da ist das Bossmonster quasi von denen, sehr gut zum OTK'en und ja. Also Leute, das war das Opening und ja, ich bin auf jeden Fall happy. Hätte natürlich noch gerne mehr von diesen Karten gezogen oder die sogar vielleicht ein Collectors Rare oder so, aber auf jeden Fall sehr cool, Rettungsass. Nice Deckthema und ich persönlich muss sagen, ich mag das Set sehr, sehr gern. Yo Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr euch das Set auch geholt habt, ob ihr es euch holen wollt, was eure Highlights in dem Set sind, ob das Set gar nichts für euch ist. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Lasst mir auch sehr gerne Like, Kommentar und Abo da, das würde mich auch extrem freuen. Checkt den Link unten zu Gate of the Games aus und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Euer Francis Gaming.